Diese Klinik schon bekannt. Der Christian Scheinhardt nicht kennt, er wird sich jetzt selber vorstellen. Ich werde aber gleich mal auf eine Sache einschränken. Christian Scheinhardt und Rohan Campbell, deswegen auch jetzt in der zweiten Block drin, werden das Lesebühnentyp Team 123, Entschuldigung, das Team der Lesebühne in der Organisation, in der Durchführung, mit Ideen, konzeptionell nämlich erweitern. Denn die Lesebühne wird ab nächsten Monat etwas erweitert. Ein bisschen mehr Eventcharakter wird es bekommen. Für Weihnachten ist was Schönes geplant. Kann man das schon verraten? Reden wir eigentlich nicht. Lassen wir das nächste Monat einfach wiederkommen, um mehr zu erfahren. Also wer mit uns verwandelt ist über Facebook, über Twitter, da lassen wir ja so das ein oder andere schon mal an Bemerkungen fallen und machen neugierig. Sagen wir mal, es ist etwas mit Weihnachten zu tun. Wollen wir Stichwort Heinz Rühmann nehmen? Das können wir nicht. Das können wir Stichwort Heinz Rühmann. Vielleicht kann der eine oder andere was damit anfangen, wenn es um Weihnachten geht. Wir haben aber keine Mütze dann auf. Also das nicht. Das Publikum muss eine Mütze aufsetzen. Die gibt es dann häufig zu erwerben. Genau. Ja, Christian, ich mich selber vorstellen. Wie unfair. Ich kam nur zum Lesen, nicht um mich vorzustellen. Ich bin Leipziger Autor, wohne jetzt am 12. September 10 Jahre in Leipzig. Ich habe nie gewusst, ob ich so lange bleiben will. Eigentlich war es anders geplant, aber letzten Endes bin ich, nachdem mein Job mich hierher getrieben hatte, doch so lange hier gelandet. Irgendwann hat der Job, der mich erst hergetrieben hat, mich dann aber vertrieben aus sich selber. Schon nach dem Motto, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Und irgendwann danach habe ich gedacht, ich wollte schon immer gerne mal machen und ich glaube, ich kann das so in ansetzen. Da habe ich dann angefangen zu schreiben und bin seit Anfang 2009 als freier Schriftsteller in Leipzig tätig. Habe inzwischen 4 Veröffentlichungen. Wollte ich dazu auch noch gesagt haben? Ja. Inzwischen 4 Veröffentlichungen und das ist ganz spannend. Ich bin heute auch ein bisschen Technik, wie mein Vorredner angereist. Das hat aber auch einen Grund, weil dieses gute Stück, aus dem ich heute auch lesen werde, das gibt es nur als E-Book. Das ist nur eine Geschichte und daraus eine Printausgabe zu machen, dazu wäre sie zu kurz gewesen, meine Haftnotiz. Und diese Geschichte hat auch eine Geschichte. Das ist ein ganz bestimmter Grund, warum ich die geschrieben habe. Es war nämlich eine Ausschreibung von einem Wettbewerb eines größeren Verlages. Die wollten das dann zum Zeitpunkt X hochgeladen haben auf ihren Server. Ich hatte 4 Wochen Zeit, die Geschichte zu schreiben zu einem bestimmten Thema. Es musste was mit einem Schriftstück zu tun haben, das das Leben verändert, das Protagonisten. Das war die Vorgabe. Alles andere ist frei gewesen. Die Wortanzahl war nur begrenzt. Dann habe ich mich hingesetzt und angefangen zu überlegen. Und wer mich kennt, der weiß, ich mag Wortspiele. Ich liebe Heinz Werner beispielsweise. Und mir ging dann irgendwann so durch den Kopf Haftnotizen, dass man das ja auch mit 2 Dingen verbinden kann, nämlich mit diesen kleinen gelben Post-it-Notizen und dann auch mit etwas hinter Gitter. Und deswegen hat das Cover beispielsweise, kann man jetzt schlecht sehen, kann man sich aber bei Amazon groß angucken, hat das auch ein Gitter. Also auf dieser Post-it-Haftnotiz ist ein vergitterter Kühlschrank, der mit der Geschichte wieder zu tun hat. Hab die Geschichte fertig geschrieben und 12 Stunden vor Deadline versucht hochzuladen und da war der Server von denen zusammengebrochen. Das war dann spaßeshalber auch noch ein Sonntag und da war von denen keiner zu erreichen. Weder über Twitter, noch über Facebook, noch über E-Mail. Und am Montag schrieben die mir denn, mach dir bloß keine Sorgen, alles was da hochgeladen ist vor Mitternacht oder was per E-Mail bis vor Mitternacht eingereicht wurde, das kommt mit in den Wettbewerb. Ja, hochladen hatte ich nicht können. Der Server hat dann, als er geantwortet hat, immer gesagt, der Wettbewerb ist abgelaufen, 12 Stunden vorher abgelaufen war. Und per E-Mail hatte ich mich gar nicht getraut, als anständiger Bürger hochzuladen, weil in Artikel 2 der Teilnahmebedingungen haben sie die Teilnahme per E-Mail ausgeschlossen. Also, so weit. Und irgendwann stand dann fest im Laufe der Woche, eine Geschichte kommt dann überhaupt nicht vor die Jury, das hat sich alles erledigt und dann war sie nun da. Und dann hat die irgendwann aber gesagt, ich möchte aber gelesen werden. Ich möchte auch gehört werden, ich möchte an die Öffentlichkeit. Und was macht man, wie gesagt, mit einer Geschichte, die 18 Seiten länger hat im Taschenbuchformat, da was Printmäßiges draus zu machen, zumal kurz vorher
ein Buch mit Geschichten erschienen war. Das heißt also, es ist nicht abzusehen, dass da heute und morgen noch etwas anderes kommt, wo mehrere drin sind. Eine Anthologie, also irgendjemand suchen, der mit mir veröffentlicht. Da habe ich mir gedacht, ich probiere das einfach mal aus mit diesem Kindle schon bei Amazon. Habe die Geschichte noch mal ein bisschen rund gemacht. Die Beschränkung, was die Wortanzahl anbelangt, war nicht mehr da. Das heißt, ich konnte noch ein bisschen feilen, noch ein bisschen erweitern. Und habe mich dann am letzten Wochenende daran gemacht, das alles umzuformen in die entsprechenden Formate. Da gibt es einen sehr, sehr schönen Leitfaden auf Amazon. Das klappt auch alles ganz gut, wenn man sich da eben so durchfummelt. Und dachte mir, ja, weil ich habe auch über meine Homepage die Leute da schon scharf drauf gemacht. Ich habe gesagt, Mensch, da ist das Ding, das kommt dann so in der Abend. Und dann sagte der Amazon, als ich das hochgeladen habe, es dauert 72 Stunden, bis das online ist. Da habe ich gedacht, ja, wieso denn aber das? Und die erklären das mit den wohlgesetzten Worten, wir wollen ja eine größtmögliche Kundenzufriedenheit dessen, was sie da veröffentlicht haben, garantieren. Und wie machen die das denn überhaupt? Da nimmt sich ja keiner dieses Ding und liest sich das durch. Das läuft ja sowieso durch irgendwelche automatisierten Prozesse und Computerprogramme. Aber schwupps, eine halbe Stunde später war es da, war abrufbar, war downloadbar und von dem Moment an haben die Leute auch angefangen runterzuladen und zu kaufen. Also das ist eine tolle Geschichte. Den Erfolg, den die hatte, habe ich noch mit keinem von meinen Kindern gehabt. Am Mittwoch ist das Ding in Download-Charts auf Platz 1 gewesen bei Kurzgeschichten im Kindle-Shop. Und da habe ich mir gedacht, oha, E-Books und keine Chance. Dankeschön für diese Information, liebe Leute, die ja Ahnung haben, Statistiken aufstellen, Prognosen darüber eben veröffentlicht. Ja, nur das dazu. Und daraus würde ich heute eben ganz gerne mal den Anfang anlesen. Und mal kurz dein virtuelles Buch hochhalten. Ja. So sieht's aus. Ich habe eine Frage. Jetzt ist irgendwo ein Fehler. Da ist ein Filament, oder? Oh, ja. Weil dann ist das mit diesem Touchscreen. Ich versuche mal nicht. Das hatte damals bei Gels, glaube ich, auch irgendwie was er vorgestellt hat. Fragen kosten extra, das wissen Sie nicht. Ja, ich bezahle. Nein. Ja. Die Printbücher, die Titel würde ich gerne mal hören. Ich habe sie mit dabei. Ja, ich kann Sie noch geben, dass Sie mal rein. Weil Sie sagen, es ist, mit Ihren Printbüchern hätten Sie nicht so gute Erfahrungen gemacht. Würde ich mal gerne. Ich habe gesagt, die haben nicht den Erfolg gehabt, dass ich damit gerne auch würde ich mal gerne hören, wie die heißen. Ja, jetzt also sofort. Die Leute sind nicht verschwunden, also nachher diese Bühne sitzen wir noch ein bisschen zusammen. Ach so. Aber wenn Sie sich das jetzt so präsentieren, das ist einmal Freisprüche. Ja. Mit Bindestrich dazwischen, Freisprüche, es gilt die Sinnvermutung. Ja. Dem Schweigen abgelauscht. Ein Bändchen Dichtungsmasse, eine Lyrik ist das. Und Fang das Licht, Wegstücke selbst, ja. Von Jan Steiner. Genau. Danke. Gerne. Dann jetzt die Haftnotizen. Die Haftnotizen. Muss ich mal gucken, ob das mit der Technik klappt, weil ich muss hier ein bisschen hin und her switchen, dass ich die Datei kriege. Ansonsten haben wir hier nämlich schlechte Karten. Und dann lese ich eben aus dem vor, was ich da vor als Prinzipien habe. Aber nein, es hat geklappt. Haftnotizen, wie gesagt, es geht um eine